Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, far.io. Heute mache ich mal ein Tutorial zu einem Top-Down-Plattformer-Spiel in GDevelop 5. Ich mache erstmal ein neues Projekt. Ein Empty Game. Und mache eine neue Szene. Die Auflösung lasse ich jetzt erstmal so. Und machen 9, machen Player 1. Oder halt einfach Player. Earn up to $30 per 1000 clicks on linkfortize.net. Launch now. Okay, dann nehme ich hier gleich den ersten. Sag Apply. Und zieh den hier drauf. Dann füge ich ein Behavior hinzu. Und zwar Top-Down Movement. Und jetzt könnte man mit dem schon laufen, mit dem Pfeiltasten. Und der dreht sich auch. Okay. Aber was ich jetzt machen will, ist ein Gegner. Also Enemy. Dann nehme ich den Zombie 1. Und setze den hier in die Ecken. Und was ich machen will, dass wenn der Spieler, also gebe ich ein, Player, Distance between two objects, Enemy, ist 200 Pixel, was ist ein Pixel, dann Move, nee, Enemy, Move, Add a force to move toward an object to player. Speed mache ich 100 pixels per second. Sag okay. Und jetzt dann, wenn ich zu nahe hinkomme, dann folgt er mir auch. Ja. Genau, und wenn ich weiter weg bin als 200 Pixel, wie jetzt hat, dann folgen die mir nicht mehr. Genau. Jetzt mache ich noch was, wo die dann nicht dagegen laufen können. Ich nenne es jetzt einfach mal Wand und benutze hier Tiles. Ich nehme einfach die hier als Wand. Das ändere ich auf die Größe des Blocks. Und dann kann ich es auch schon hier lang ziehen, damit es gut ausschaut. Und jetzt will ich machen, normal kann man hier, es gibt kein Behavior. Also es gibt einfach keins, ich weiß auch nicht warum, dass man nicht durchlaufen kann, also muss man das anders machen. Genau. Weil jetzt, wenn man dagegen läuft, kann man einfach durchlaufen. Was ich jetzt als erstes mache, ist, dass wenn nichts ist, soll die Kamera und ein Object sein, und zwar auf Player. Das ist wie, wenn man ein Jump-and-Run-Spiel macht, dass dann die Kamera auf dem Spieler ist. Okay. Und als nächstes mache ich jetzt, dass man nicht durch den Block laufen kann. Da kann ich eigentlich wieder das verwenden oben, wo nichts als Condition ist. Und als Action nehmen wir das Ding, Move. Genau, Move from Wall. Genau, das gleiche mache ich auch mit Enemy. Okay. Das bedeutet, wenn ich jetzt dagegen laufe, dass ich nicht mehr durch kann. Genau. Genau, und jetzt baue ich noch ein kleines Level für das Spiel.
Und jetzt mache ich noch das, wenn enemy is in collision with player soll Szene von neu beginnen. Ich sag okay. Und immer wenn ich jetzt halt zu nahe an den Gegner hingehe, der mich berührt, spawne ich einfach neu. Genau. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao.